habe ich auch kein Problem mit, denn dann haben wir die Galaxie abgehakt. Also eher abgehakt und nicht abgehackt. Obwohl ich die gerne abhacken würde, ich mag sie nicht. Was, General Maulwurf ist der Risikokomet? Ich dachte, es wäre der Hase. Ja, ich meine, gut, da ist hier ist auch ein Hase, aber ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ja, dürfte aber wirklich kein Problem sein. Wo ist Mario eigentlich in der Animation? Der war gerade eben noch da. Ich warte ab. So. Leben Nummer 1 ist weg. Fehlen nur noch 2. Alter, ich krieg meine Rache. Du wirst sterben, du geile Sau. Ich bin keine geile Sau. Wirklich nicht. Ich weiß, dass ich nicht der Hübscheste bin. Kommst du mal hoch, du Versager? Versager hast du mich genannt. Oh, das sind aber sehr geile Worte von dir, du geile Sau. Ich sagte doch, ich bin keine geile Sau. Mein Schwanz. Oh, das macht mich an. Jetzt bin ich aber der Dominante hier. Nee, nicht wirklich. Hallo, macht das Spaß? So, geht zurück, ja. Wieder her. Ja, okay, der Tod war lächerlich. Ich hab doch gesagt, ich bin dominant. Ich tue so, als wäre ich. So ein bisschen zurückhalten, aber dann drehe ich durch. Okay, General Maulwurf, der Punkt geht an dich. Aber jetzt gewinne ich. Oh, ich liebe es, wenn du reimst, Mario, Baby. Nee, bitte nicht. Okay, aber jetzt zeige ich dir mal, was ich wirklich drauf habe. Du wirst instant kommen. Nein, nicht wirklich. Nicht mal Peach schafft das. Und ich liebe sie. Oh, wenn ich dir das erzähle, ich arbeite nämlich für Bowser. Ich habe Kontakte, okay? Hey, ja, erzähl ihr das ruhig, sie weiß das schon. Oh, ihr habt eine offene Beziehung. Ja, sie ist so offen, dass sie sagt, sie liebt mich nicht. Oh, das pisst mich aber sofort an. Wie kann man dich nämlich nicht nehmen? Okay, können wir uns jetzt beruhigen? Wo bist du, hi? Ach, da bist du, hi. Oh, er ist sehr pisst. Ah, nee, er ist mir schon wieder zu weit. Ich muss ein bisschen abwarten. Er muss näher kommen. Willst du den Baum noch abhacken? Ich hasse Bäume, die still sind. Ah, ich verstehe. Du bist kein großer Fan vom Baum der Stille. Jetzt komm her! Wie habe ich das im Vorhinein gut geschafft? Hier, seine Dinger gehen mir da ein bisschen auf die Nerven gerade. Jetzt komm her! Wieso nicht? Ja, ich bin zurückhaltend. Ich muss ehrlich sagen, ja. Ich bin aber nicht zurückhaltend, Mario Baby. Ja, okay, das freut mich. Jetzt aber, komm her! Oh, ich liebte unser Katz-und-Maus-Spiel. Das war hot. Wie Mario sich schon freut, wie er gerade zum Stern rennen wollte und der Stern sagt so, nö. Dieses Fragezeichen fühle ich. Ich fühle es sehr. Was ist gerade hier passiert? Falls das euer erstes Video mit mir ist, das bin ich. Ich bin Cheffe. Hi. Guten Tag. Mario Galaxy ist ein cooles Spiel, oder? Ich weiß nicht, ich habe auch schon das Gefühl, wenn ich auf meine OBS-Aufnahme gucke, laggt das ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen paranoid. Ich denke immer, dass Spiele bei mir laggen. Und ich glaube, dann ist bei mir alles normal. Aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Guck mal, die Wüste. Sandinsel-Galaxie. Ich habe gerade nur geguckt nebenbei auf OBS, ob das laggy aussieht. Der Luftstrom des Sandtornados. Sieht schick aus, oder? Ja, ist halt eine Wüstenwelt. Wo Mario noch die geile Fähigkeit hat, die Tornados auszunutzen. Auch hier gibt es natürlich eine Secret Mission, aber ich glaube erst später. Ich glaube nämlich Mission 2 oder 3. Ja, Mario hat halt die Fähigkeit zu sterben. Ja, ich wollte cool wirken, okay? Ich wollte nicht auf dieser Plattform landen, aber es war ein Fehler.
Ich bin auch ehrlich, all die Fehler, die ich hier gerade mache, sind so richtige Leichtsinnsfehler, die nicht hätten passieren sollen. Müssen. Also. Wirklich. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Abwarten. Komm hoch, Mario. Ja, wie gesagt, die Wüste finde ich halt auch nur in Ordnung. Wie gesagt, die Schlafzimmerwelten sind nicht so meine Welten. Bin eher der Küchen- und Maschinenraum-Fan. Also der Maschinenraum, der ist auch super. Der hat so coole Galaxien. Also, glaube ich, also zumindest, ja doch, ich erinnere mich an alle, glaube ich. Außer an die kleine Galaxie, an die erinnere ich mich nicht. Aber selbst die kleine Galaxie müsste gut sein. Doch, warte mal, wenn die kleine Galaxie das ist, wo ich gerade wirklich... Hier zumindest mal den Instant Death. Ich wollte ihn euch mal demonstrieren. Also irgendwie habe ich in dieser Aufnahmesession ein bisschen Pech, muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Aber ist halt so. Gibt's halt mal. Es gibt da nicht immer gute Aufnahmesessions. Manchmal gibt's Aufnahmesessions, da läuft halt mal nicht. Ist aber ganz ehrlich, also das fand ich jetzt auch wieder lächerlich. Wirklich jeder meiner Tode ist gerade ein bisschen... Weiß nicht, finde ich jetzt gar nicht irgendwie... Nicht in Ordnung, sagen wir es so. Ich finde die wirklich lächerlich. Die müssen da wirklich nicht sein. Also wirklich nicht. Ich finde die wirklich alle total dumm. Ja, nee. Nee, ich warte ruhig. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt, bin ich ganz ehrlich. Ach so, okay. Ich dachte gerade irgendwie, das gibt was Cooles, aber anscheinend nicht. Ja, also Treibsand ist böse, bei Treibsand stirbt man und das war's. Das ist die Galaxie. Und Treibsand gibt es sehr viel in dieser Galaxie. Weil... Oh, Feuerblumen, Mario. Schüttel die Feuer als Feuer, Mario, die Feuerbälle, bla. Wieso bekommen wir den Feuerball, Mario, jetzt hier, also Feuer, Mario? Das finde ich gerade ein bisschen seltsam, weil ich finde absolut unpassend. Und ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, was man hier bekommt, aber... Ich finde das halt alles komplett unnötig. Wie gesagt, ich fand das gerade ein bisschen komisch. Aber okay. Warum nicht? Ich glaube, ich mochte den Aufstieg, der jetzt hier kommt. Ich glaube, den mochte ich. Ich kann mich an diese Huhnbomber da erinnern. Ich glaube, die haben Bomben geschossen. Aber vielleicht irre ich mich jetzt auch hier wieder. Ich habe manchmal so Fake-Erinnerungen, muss ich sagen. So kleine Fake-Erinnerungen habe ich. Aber ist ja normal, manchmal bildet man sich auch Sachen ein. Früher dachte man auch wirklich, boah, das war ganz anders, aber dann war es doch irgendwie so anders. Und ja, es ist irgendwie voll seltsam, was man sich manchmal einbilden kann. Zum Beispiel auch bei Ace Attorney. Die allererste Szene, die ich gesehen habe, war mit Gumshoe in Ace Attorney 3 in diesem... Was war es? Das war kein Hotel, das war, glaube ich, ein Einkaufsladen. Genau, ich glaube, Taylor irgendwas. Lordly Taylor, hieß das so? Naja, und ich habe die Szene ein bisschen anders im Kopf gehabt. Aber es war meine allererste Szene, deswegen kenne ich die halt noch relativ gut. Und das war so mein erster Einblick in Ace Attorney. Da war ich sehr, sehr klein. Und das fand ich irgendwie voll cool. Weiß nicht, ich denke gerne drüber nach. Als ich dann Trials and Tribulations dann selber gespielt habe, muss ich sagen, war ich echt so, boah, das ist die Szene. Boah, die habe ich schon so lange gesucht. Und jetzt habe ich sie gefunden. Die ist ein bisschen anders als in meinem Kopf, aber boah. Und ich mochte das Spiel halt schon, einfach weil... Irgendwie mochte ich die Charaktere, die sahen alle so dumm aus. Gerade Gumshoe irgendwie, der immer beleidigt wurde. Boah, das ist Mr. Gammel, oder? Nein, der heißt doch nicht Mr. Gammel. Nee, wie heißt du nochmal? Das fand ich voll lustig. Und, haha, ja, lasst mich, okay. Aber man konnte wirklich fragen, wer warst du nochmal, oder? War das nicht irgendwie so? Oder irre ich mich jetzt schon wieder? Weil meine Erinnerung sagt mir so, es war so. Ich finde das lustig, was so Erinnerungen... Und der Kopf alles machen kann. Man bildet sich Dinge ein und denkt, die sind richtig. Ich finde das sehr interessant. Ja. Da gibt es sicher noch andere Geschichten von mir, wo ich mir Sachen eingebildet habe und dachte mir, boah, das war doch ganz anders. Nur bei Life is Strange, da war es nicht so. Da habe ich den Hauptplot-Twist, den habe ich damals gesehen.
Hab aber nichts dabei gedacht, nicht wahr, Gomeluma? Habe nichts dabei gedacht. War für mich halt okay, Plot Twist. Ich spiele das Spiel eh nie. Und dann habe ich es 3-4 Jahre später wieder gespielt, kannte nichts. Nur irgendwas. Der Hauptantagonist. Jedes Mal, wenn ich die Person gesehen habe, dachte ich so, in meinem Kopf ist da irgendwas, dass die Person böse ist. War am Ende wirklich so. War ein bisschen schade, weil das ein bisschen den Plot Twist nimmt, aber irgendwie finde ich es auch offensichtlich, dass die Person das ist. Jenseits des endlosen Treibsands. Ist aber nicht die Mission, wo ich denke, oder? Ja, okay, dann die nächste Mission, das ist die beste Mission der Wüste. Kann aber sein, dass hier das Secret ist. Also eins von den, also entweder Level 2 oder 3 hat das Secret. Den Secret-Stern. Also ich dachte, es gibt einen. Und es muss eigentlich so sein. Ich glaube, es ist dieses Level. Ich glaube, beim nächsten, obwohl. Das kann schon das nächste sein. Ich bin da sehr unschlüssig, muss ich sagen. Ich liebe diese Pockys, die rumspringen. Und keine Stacheln haben, aber sie springen trotzdem doof herum. Der King kommt. Komm raus. Er ist rot. Wie eine Tomate. Und das war's. So schnell kann man sterben. Ja, wie man aber schon sieht, die Level, also die Kuppeln werden immer länger. Ist ja auch klar. Also, 3 riesige Galaxien mittlerweile. Ist ja klar, dass da ein bisschen länger was wird. Ja, ja, okay. Es ist wirklich das Level mit dem Secret. Ich glaube, dann warte ich noch ab. Ich glaube, dann mache ich das Secret zuerst. Finde ich aber schön, dass man die Chance hat, das zu sehen. Ja, ist okay. Wahrscheinlich gibt man deshalb auch diesen Pilz. Weil man halt die ganzen Dinger hier töten muss. Obwohl das gar nicht so schwer ist, aber... Ich nehme an, 30 werden es sein. Ja, aber mal... mal hin. Ja, ich könnte mir auch den Pilz noch holen, aber sag mir 40 Stück und dann kann ich sie geben. Außer du willst 45 Stück, dann kriegst du halt 45. Ist mir egal. Also, ich will ganz viele haben. Ich will 20. Das ist ja nichts. Ja, ist das schlimm? Ich habe nämlich nicht so großen Hunger. Aber trotzdem will ich sagen, Verwandlung! Okay. Ein neuer Planet wurde geboren. Die Mission fand ich aber, glaube ich, auch cool. Die war auch ganz nett. Und dieses Glashaus, was man hier im Hintergrund sieht, das ist die beste Mission. Oder? Die Pyramide hier, ich glaube, das war das, was ich denke, oder? Genau, jetzt tut man das nämlich, glaube ich, absinken oder so. Nee, warte mal, das ist eine ganz andere Mission. Ist doch nicht das. Okay. Ja, es gab... Okay, das ist aber auch ganz cool, muss ich sagen. Nämlich müssen wir jetzt hier die ganzen Silbersterne finden. In dieser Art... Ich würde nicht sagen Irrgarten, aber irgendwie ist es schon ein Irrgarten. Wie das hier aufgebaut ist. Also man muss das immer hoch und runter scrollen lassen. Und so nebenbei immer die Silbersterne finden, die sich irgendwo hier versteckt haben. Und nebenbei sollten wir immer den Raum wechseln. Also jetzt gehen wir mal hier entlang. Und irgendwo hier ist noch ein weiterer Silberstern, nämlich hier. Ist die Frage, ob ich jetzt hier entlang gehe oder da entlang. Jetzt habe ich mich für einen Weg entschieden, nämlich hier entlang. Ist die Frage, ob wir nämlich noch nach ganz links gehen. Ja, da könnte jetzt nämlich auch noch was sein. Natürlich. Ich glaube, wir nehmen jetzt mal den Weg hier. Doch, das ist auch, ich mag das, das ist auch ein nettes Prinzip. Nicht schwer. Man kann zwar zerquetscht werden und Instant Death bekommen, aber ganz ehrlich, unwahrscheinlich. Also hier finde ich es wirklich nicht so schwer. So, jetzt finden wir noch einer. Die Silbersterne hatten wir auch schon lange nicht mehr, aber ich glaube, die sehen wir auch beim Maschinenraum wieder ein paar Mal. Also zumindest einmal kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dann müssten wir jetzt noch hier schnell entlang. Das war's. Oh, der ganze Sand verschwindet und wir fallen jetzt hier runter, oder? Oh, es war sogar eine Grünstern-Mission. Oh, da können wir sogar schon die Challenge-Räume machen. Ja, nicht, dass ich mich jetzt darüber freue. Gar nicht eigentlich. Bin ich ganz ehrlich. Also wirklich gar nicht. Wusste ich gar nicht mehr, dass das die Grünstern-Mission war. Aber okay. Okay. Ja, jetzt werde ich nach draußen getragen. Das ist ein bisschen ärgerlich.
Ja, aber die Challenge-Mission will ich mir eigentlich noch aufheben, weil auf die habe ich gar keinen Bock gerade. Die Sandkapsel und die Silbersterne. Es sieht so aus, als hättest du alle grünen Powersterne wiedererlangt und das Tor zu den Prüfungen reaktiviert. Ja, drei neue Galaxien. Du hast das Tor zu den Prüfungen reaktiviert, was wohl auf dich wartet? Ja, da will ich gar nicht drüber reden, bin ich ganz ehrlich mit dir. Hab gar keinen Bock darauf. Luigi schon wieder? Ja, hier ist ein Brief. Mario, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Finde mich. Ah, die Galaxie habe ich ja noch nie gesehen. Es müsste ja auch jetzt Luigis letztes Level sein. Ich glaube, der hat nur drei Sterne. Ganz ehrlich, da ist auch ein roter... Noch ein Brief? Das ist von Peach jetzt aber, oder? Ich will dir noch mehr One-Ups geben. Habe ich denn schon alle los, oder? Ja, sie ist so lieb. Wow. Keine Ahnung, warum sie es zweimal macht. Ich dachte, das macht sie nur einmal, aber okay. Gut, dann retten wir Luigi aus dem Honigbienenkönigreich. Ich weiß aber gar nicht, was der Risikoplanet jetzt hier macht. Also wirklich, ich weiß es nicht. Was macht der Risikoplanet hier? Risiko? Hier? Risiko? Nee, das ist nicht Risiko, oder? Ah, okay, es ist Zeit. Also rotes Zeit, wusste ich gar nicht. Ich dachte mal rotes Risiko. Dann ist weiß Risiko. Ja, okay. Hier finde ich, ich finde es hier persönlich ein bisschen unnötig, ganz ehrlich. Finde ich sehr unnötig, Dino Piranha als Zeitangriff. Aber ich beschwere mich nicht, die Mission ist sehr schnell gemacht. Ja. Die Zeitmissionen sind wahrscheinlich sogar die langweiligsten. Also, beziehungsweise, es gibt noch Zeitmissionen, die finde ich cool. Ja, warte mal, ich schaffe das ohne deine Existenz eigentlich. Aber nö, okay. Du willst unbedingt, dass ich mit deiner Existenz mache. Stimmt. Das war ich, deswegen wollte ich ja letztes Mal ein bisschen ausweichen. Beim ersten, zweiten Part war das, glaube ich. Weiß ich noch nicht, muss noch schneiden. Ja, es ist kein Problem hier. Ich schnapp die alle ein. Ich weiche hier mal aus. Ausweichen. Weltuntergang. Obwohl es nur ein Zeitangriff ist. Ja. Oh yeah, baby. Yeah. Ich lasse mir ein bisschen viel Zeit, ich weiß. Aber ganz ehrlich, ist mir egal. Die Mission ist so einfach. Also wirklich, die kann man nicht versagen. Außer man spielt das Spiel vielleicht zum ersten Mal. Dann vielleicht schon, okay, aber das ist was ganz anderes. Also wenn ich hier versage bei der Zeitmission, wäre das schon ein bisschen lächerlich. Ich finde die Grastextur immer noch ganz komisch. Ich finde die sehr, sehr seltsam. Ich weiß nicht, seht ihr das, was ich meine? Die hat so eine ganz komische Textur, also irgendwie, keine Ahnung. Ich finde das auch sehr interessant, dass die so ist. Kommen wir weichen aus. Ja, ich könnte hier ein bisschen riskier spielen, das stimmt schon, aber den Weg haben wir, glaube ich, noch nie gesehen, deswegen finde ich das interessant, den zu zeigen. Oh ja, so könnte man den auch töten, ja. Ja, wie gesagt, den Weg habt ihr noch nie gesehen, deswegen bietet es sich gerade nicht super an. Gut, dann haben wir es ja jetzt gleich geschafft. Jetzt kommt dieser letzte Teil hier und dann kommt ja schon der Boss, der auch schnell besiegt ist. Also wir müssen das eigentlich in 1,30 haben. Es geht viel schneller, bin ich ganz ehrlich, aber darum geht es mir jetzt auch nicht. Darum geht es ja nicht. Okay. Hab dich noch nie gesehen, mein Dude. Ich dich auch nicht. Bist du meine Mama? Ich will meine Mama töten. Ich liebe es, meine Mama zu töten. Ich bin nicht deine Mama. Oh, schade. Da muss ich jetzt mal ein bisschen ausrasten. Ich will nämlich meine Mama tot sehen. Mama tot sehen. In Mario Galaxy 2 gibt es übrigens eine Anspielung auf den Boss. Ich glaube sogar, man kämpft den nochmal in so einer Art Recycling-Boss-Rush. In Galaxy 2 war das ja so eine Art. Oh mein Gott, Nostalgie. Der war in Mario Galaxy 1 auch. Haha. Aber es gibt auch, glaube ich, der allererste Boss ist eine Anspielung auf den Boss. Das ist nicht derselbe Boss, aber anders halt. Aber genau gleich aussehen gefühlt. Aber ihr seht das dann in Mario Galaxy 2.
Mario Galaxy 2 hat sowieso, glaube ich, die besseren Bosse. Da waren die Bosse echt cool. Während ich sie hier noch sehr lame finde, Mario Galaxy 2 macht's besser. Die Bosse zumindest. Die Level weiß ich nicht mehr. Viele sagen Mario Galaxy 2, also es gibt wirklich zwei Seiten von Mario Galaxy 2, also von den Fans. Es gibt die, die sagen, das ist ein so geiler Nachfolger, viel besser als Mario Galaxy 1. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, Mario Galaxy, das ist aber Luigi, oder? Das ist Luigi, okay. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, was? Naja, dann gibt es ja doch die Seite, die sagt, Mario Galaxy 2 ist ein sehr guter Nachfolger, aber ein schlechterer Nachfolger, weil es nicht besser ist als Mario Galaxy 1. Und ich bin gespannt, was ich sagen werde, denn früher war ich, Galaxy 2 ist besser. Mittlerweile sage ich, glaube Galaxy 1 ist besser. Aber naja. Ist Königbienenreich, bliblublub. Okay. Ich meine, okay. Ja. Das kann wirklich sein, das ist wirklich schwer zu sagen. Mario Galaxy 2 ist wirklich ein schönes Spiel. Hat auch mega viele neue Features und Verwandlungen und gerade Wolken-Mario mega geil. Aber ich kann mich ja wirklich nicht mehr an die Level erinnern und ich finde, das spricht nicht dafür. Aber muss auch dafür sagen, bei Mario Galaxy 1 habe ich... Mario Galaxy 1 habe ich ja mega oft durchgespielt, wirklich 3-4 Mal. Das ist nicht allzu viel, ich weiß, aber im Vergleich... 3-4 Mal immer noch mehr. Hi Luigi. Warte, ich rette dich. Hi Luigi. Oh, wollen wir uns nah sehen? Ja, Bruder Erz, nein. Aber ist der Riesenkäfer weg? Nein, der ist da im Hintergrund. Lass uns schnell den Stern nehmen und gehen. Okay. Ich bin beeindruckt, Luigi. Ich schau dich sehr beeindruckt an. Danke, Mario. Danke. Ja, also, man muss halt sagen, dass ich mich nicht an alles von Mario Galaxy 2 erinnern kann. Wenn ich es viermal durchgespielt hätte, wüsste ich wahrscheinlich sogar wieder mehr. Aber es ist halt so eine Sache. Ah, und das Problem ist, Mario Galaxy 1 auf 100% durchspielen ist viel, viel einfacher als Mario Galaxy 2. Viel, viel einfacher. Mario Galaxy 2 ist mir persönlich sogar zu viel. Das hat aber einen ganz anderen Grund, der ganz nett ist, aber vielleicht ein bisschen zu sehr übertrieben wurde. Aha, okay. Jetzt kommen wir zu dem, wo ich sagte, ich will Let's Player werden. Der Schattenkomet, hier, im Honigbienenkönigreich. Passt perfekt. Finde ich gut. Überhol den Schatten. Ich werde kurz gleich die Geschichte erzählen. Also erst, was der Schattenplanet ist, was der Schattenkomet selber ist. Bin gespannt, ob ich es jetzt besser schaffe. Noch ist nichts anders, aber gleich kommt Schatten-Galaxy Mario. Oh, ein Schatten-Galaxy Mario. Ja, hi. Ich weiß nicht, wie man es... man kann so einen Schnellstart machen. Naja, das ist ein Race. Wer kommt zuerst ans Ziel an? Bla, bla, bla. Und ich bin damals so oft gefailt bei diesem Level. Und ich weiß nicht mal, warum, weil ich dachte eigentlich immer, das wäre sehr leicht. Das dachte ich zumindest die ganze Zeit immer. Und eigentlich ist es auch sehr leicht. Also es gibt wirklich nur wenige Galaxy-Schatten-Mario-Dinger, die schwer sind. Und ich bin so oft gefailt gegen den, dass ich es so lustig fand... dass ich gesagt habe, yo, wenn ich das aufnehmen würde als Let's Play, das wäre super, super lustig. Und alle würden das lieben. Nee, würden sie nicht. Jetzt im Nachhinein betrachtet. Aber als kleiner Chef denkt man halt sowas Dummes. Naja. Und das war's. Weil ich hier so oft gefailt bin, bin ich ein, zwei Monate später Let's Player geworden. Weil ich dachte, Square wäre vielleicht funny. Und jetzt Let's Play ich 8 Jahre später Mario Galaxy 1. Und ja, es ist wirklich super einfach. Aber damals bin ich so oft gefailt hier. Wirklich, ich saß, glaube ich, eine Stunde dran. Ich weiß nicht mal mehr, warum. Ich war einfach schlecht. Und dann wurde ich Let's Player. Also bedankt euch eigentlich bei meinen schlechten Skills hier. Ich meine, guckt eh keiner, aber ich meine ja nur. Und deswegen bin ich hier. Ja, Ende. Ist doch lustig, oder?